Spontaner Durchgang durch meine Mappe. Friedrich Malt. Sehr eindeutigen Planet mit zwei Personen und jeder lebt da auf seiner eigenen Welt. Manche reiten auf einem Pferd, manche eher auf einem Fisch und manche sind noch gar nicht so richtig geboren. Und es hat alles mit Wasser zu tun am Anfang. Irgendwie müssten da noch ein paar mehr Worte kommen. Aber wenn man das ganze Rätsel des Lebens dann entziffert hat, genug auf die Berge hochgegangen ist, die unendlichen Weiten seines Gehirns und eine Partnerschaft, also das kriegt man alles unter den Hut. Ist gar nicht so schwierig. Wenn man das dann geschafft hat, dann ist auch viel mehr Platz im Leben und jeder hat seinen Schutzengel und seinen Freiraum. Wenn es manchmal voll, wirr, chaotisch, bunt zugeht, helfen ein paar Atemzüge und die dann mit der Zeit wieder mehr Platz im Leben lassen und dann entfaltet man sich nach oben, in die Ecke, nach unten oder ins Weite, alle hinein. Und auch unsere Planeten haben ihre Umlaufbahn, die manchmal wie schöne, wunderbar geformte Figuren ausschauen. Weiblich, männlich, dünn, korpulent. Ich poste das hier, weil es das Lieblingsbild von meinem Sohn ist. Aber vielleicht sollten wir hier auch aufhören mit dem ersten Walkthrough durch die Mappe. Also, ich meine, mehr muss man ja da nicht dazu sagen. Jetzt das Ganze noch mit Musik unterlegen und dann ab ins Internet.